Ja, und damit herzlich willkommen zu einem zu einem Video, das eher spontan ist. Ich habe jetzt auch nicht wirklich so ein Skript irgendwie mir angelegt oder sowas. Das ist jetzt hier rein spontan, einfach so jetzt einfach mal gesagt. So. Wie ihr bemerkt habt, ist in der Zwischenzeit bei meinen Kanälen etwas still geworden. Vor allem bei Away Let's Play, denn Away Let's Play war ja mein Let's Play Kanal. Doch das wird sich jetzt ändern, habe ich festgestellt. Denn für mich ist es so, dass ich mit Aware, mit Let's Plays angefangen habe und ich damit auch aufhören werde. Ich meine, es bringt mir nämlich nichts, irgendwie mit Aware irgendwie anzufangen und dann da irgendwie das komplette Kanalprinzip umzustellen. Ich war da echt dumm wirklich früher. Deswegen wird es jetzt so sein, dass Aware jetzt wieder ein Let's Play-Kanal wird. Aber, jetzt das große Aber. Es werden nicht viele, oder es wird nicht jeden Tag ein Video kommen, sondern nur am Samstag bzw. Sonntag, also nur an Wochenenden. Und an Wochenenden werde ich Mario Kart hochladen. Und man kann meinen, dass es dann nicht wirklich ein richtiger Let's Play-Kanal wird. Ich muss mal gucken, ob ich dann doch vielleicht noch irgendwie richtige Let's Plays bringe. Auf jeden Fall habe ich meine Mutter mal gefragt, wie es so wäre, ob sie vielleicht mal mit dem Internet gucken würde, dass es vielleicht besser wird, weil ich habe ihr gesagt, ja, komm, Alter, ich muss, ja, Alter, nicht, also ich habe ihr halt gesagt, ja, ich muss 5 Stunden warten, bis ich ein Video überhaupt hochladen kann, und dann meinte sie so, ja, okay, ich überleg's mir mal. Also die Chancen stehen zu 50%, dass ich vielleicht ein neues Internet kriege, und dementsprechend könnte ich dann auch streamen, ich könnte Videos hochladen regelmäßig, und aber jetzt mit diesem Internet ist es für mich möglich, vielleicht an einem Tag ein Video hochzuladen oder zwei oder sowas. Also da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht bietet sich das ja aber vielleicht mal an, am Wochenende hochzuladen. Du machst so einen Community-Let's Play-Kanal jetzt erstmal. Und wenn das neue Internet da ist, ich weiß aber nicht wirklich, ob das kommt, dann werde ich richtig mit Let's Plays anfangen. Dann, Leute, dann fängt es richtig an. Dann fängt das an, was sich jeder gewünscht hat. Okay, nicht wirklich jeder gewünscht hat, aber dann fängt das an, was ich mir persönlich gewünscht habe. Und dann werden auch keine Let's Plays mehr abgebrochen. Dann werden die durchgezogen und die werden auch hochgeladen. So. Aber falls kein neues Internet kommt, wird das so bleiben mit dem nur am Wochenende Mario Kart hochladen Dingen. Ja. Mario Kart 8 Deluxe kommt ja für Switch raus, kommt ja im April. Wenn ich bis dahin immer noch weiter Parts aufnehme für Mario Kart, also jedes Wochenende, dann wird es dann auf Mario Kart oder bei Mario Kart Deluxe weitergehen. So. Jetzt erstmal kommt nur Mario Kart 8 als Online-Projekt, sagen wir mal so. Und dann habe ich vielleicht noch irgendwie gedacht, kommt noch vielleicht sonntags irgendwie Mario Maker, weil Mario Maker am Sonntag ist doch mal schön. Oder umgekehrt. Mario Maker am Samstag und Mario Kart 8 am Sonntag. Dann hat jeder was zum Gucken. Wäre für mich auch vor allem leichter, Videos hochzuladen, weil ihr wisst, dass mein Internet sehr scheiße ist. Ich kann ja hier mal vielleicht mal was einblenden. Ja. Auf jeden Fall Download Speed richtig scheiße und Upload Speed auch richtig scheiße. Ping auch richtig scheiße. Upload Speed so ungefähr bei 0,50 kb oder 500 kb. Wie nennt man das? Kilobits pro Sekunde oder sowas. Auf jeden Fall richtig schlecht. Also mindestens, wirklich, für einen YouTuber, der regelmäßig Videos hochladen möchte, sind mindestens 1,30 Mbits bzw. 2 Mbits forderlich. Also, und die habe ich eben nicht. Und die brauche ich, weil ich einfach Gaming ist meine Leidenschaft. Und genauso wie YouTube. Und deswegen will ich das einfach machen. Ich will Let's Playen. Ich will endlich mal richtig Let's Playen, ein Projekt zu Ende bringen. Euch zum Lachen bringen oder sowas. Und das wird jetzt erstmal mit Mario Kart 8 anfangen. Away Let's Play, weiß ich nicht, was damit jetzt passiert. Ich glaube, ich werde ihn jetzt erstmal so lassen. Also, es wird jetzt so ein. Away Let's Play ist jetzt so ein Friedhof.
da kommt jetzt nichts, da Aware Let's Play ist jetzt halt mal, ja, tot. Ganz einfach gesagt. Und ja, mal gucken, wie es ist, wie es dann wird mit Aware. Kann sein, dass ich dann, dass dann wieder gar keine Videos kommen, wie es schon immer mal, wie schon immer war. Oder vielleicht kommen doch Videos. Ein Part Mario Kart habe ich schon aufgenommen. Kommt dann irgendwann mal. Ja, also auf jeden Fall kommt das, kommt der Part. Und ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Auf Power Best-Offs werden aber regelmäßig Best-Offs hochgeladen. Also da könnt ihr mal gucken, wenn ihr auch was irgendwie zum Lachen braucht. Da werden wirklich Best-Offs von jedem möglichen YouTuber hochgeladen. Vom kleinen YouTuber bis zum großen YouTuber. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen, ein Abo da lassen, den Kanal leiten. Ich und, nee, Rack und ich, so. Da gab es irgendwie mal so ein Sprichwort, der Esel nennt sich irgendwie als erstes oder sowas. Keine Ahnung, der Esel nennt sich erst als letztes oder so. Ich weiß es nicht. Ja, da sind wir auf jeden Fall, da bin ich zumindest auf jeden Fall aktiver. Auf Aware, wie gesagt, kommen jetzt dann halt erstmals Mario Kart und Super Mario Maker Folgen. Also jetzt erstmal nur Mario Kart Folgen am Wochenende. Und sonst, ja, auf jeden Fall werde ich die Videos unter der Woche dann aufnehmen. Und dann kommen sie halt dementsprechend am Wochenende. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Vielen Dank für eure Verständnis. Ich hoffe, ihr gebt euch damit zufrieden. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann mal bei dem ersten Part. Ja, das kann man auch mal so erwähnen. Mario Kart, wenn ich das jetzt hochlade, dann wird es wieder der erste Part. Die anderen Parts, ich habe wieder alle meine Videos, die da zuvor offline waren, wieder online gebracht, also alle Let's Plays zumindest. Und alle unnötigen Videos wie Musik oder so eine Scheiße habe ich down genommen. Habe ich nicht gelöscht, aber halt auf privat gestellt. Denn das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Eure Videos, wenn ihr nicht mit denen zufrieden seid, runternehmen. Weil genau die Videos sind dann immer die besten. Also nie Videos löschen von eurem Kanal. Gut, dann, wie gesagt, wird Mario Kart dann so Re-Let's Play sozusagen, ist nicht wirklich ein Re-Upload oder so, oder ja doch Re-Upload oder sowas, sondern ich fange einfach neu mit Mario Kart 8 an, weil ich finde, es passt dann halt einfach. Die anderen Folgen werde ich dann noch natürlich online lassen. Trotzdem wird der erste Part von Mario Kart 8 online in dieselbe Playlist kommen, wo die anderen Parts waren. Die anderen Parts sind ziemlich witzig, könnt ihr mal vorbeischauen, zumindest Part 6, den fand ich ganz cool, da waren Boxen und Rector mit dabei. Und ja, das wollte ich nur mal gesagt haben, ich hoffe, ihr habt Verständnis, ich hoffe, es ist auch jetzt okay so, und so wird es jetzt auch bleiben. Ich habe jetzt irgendwie nicht vor, jetzt da doch wieder irgendwas zu verändern, das wird jetzt so bleiben. Und falls nicht, dann alle bitte deabonnieren und den Kanal und Kanal melden und alles. Nein, also ich werde mir dann schon irgendwann eine Strafe ausdenken, dass ich das halt nochmal gemacht, wenn ich das nochmal mache, werde ich mir irgendeine Strafe ausdenken oder sowas. Und ja. Ich möchte mich jetzt auch bedanken für 247 Abonnenten, glaube ich, war das. Trotz, dass ich so inaktiv bin, kommen irgendwie Abonnenten. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank. Ich liebe euch alle. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie so Bibis Beauty Palace oder so. Also ich schätze euch wirklich sehr. Ihr seid eine wunderbare Community. Vielen Dank an alle YouTuber, die mir irgendwie geholfen haben bei irgendwas. Vor allem danke an Freakplays beziehungsweise Rack oder ja. Ich sag einfach mal danke, und die Personen, die jetzt das Video gucken, werden sich dann dementsprechend auch schon angesprochen fühlen. So. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Zeit wird geil. Auch mit dem neuen Internet und so. Und dann bedanke ich mich. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Euer Ware. Ciao.